Zurzeit leben wir ja in einer besonders schönen Situation. Wenn man sich einfach mal umschaut, im Grunde genommen brummt alles. Ich habe nur eine andere These. Ich sage, Schlaraffenland ist abgebrannt. Wir haben eine ganze Menge Herausforderungen vor uns, die viel mit der Digitalisierung zu tun haben. Meine Definition von Digitalisierung ist, wenn Sie einen Kundennutzen stiften können, der ohne Digitalisierung nicht möglich gewesen ist, haben Sie die ideale Form einer Digitalisierung. Wenn Sie sich mal Unternehmen wie Trivago anschauen oder Uber, stellen Sie genau das fest. Sie haben einfach eine Chance gefunden, Digitalisierung für Kunden umzusetzen. Immer mehr Unternehmer kommen auf uns zu, die ganz bewusst eine Frage stellen, wird es uns in 5 oder bis 10 Jahren noch geben? Und das ist genau das, was mich gerade antreibt, mich darüber nachzudenken, was passiert eigentlich durch die Digitalisierung? Heute können ganze Branchen zusammenbrechen. Daraus schließt sich natürlich richtigerweise an, dass wir über ein Ende der Geschäftsmodelle heute reden müssen. Wird es Versicherungen in 10 Jahren noch geben? Brauchen wir in 10 Jahren noch Banken? Werden wir noch so Auto fahren, wie es heute der Fall ist? Das sind nur 3 Beispiele, die Sie unendlich weiter fortführen könnten und sich dann natürlich die Frage stellen, was bedeutet das für mich und für mein Unternehmen? Mir gefällt in letzter Zeit ein Begriff sehr gut, die Zufriedenheitsfalle. Weil wenn Sie genau hinschauen, sind eigentlich alle mehr oder weniger zufrieden. Das mag vielleicht für den Einzelnen manchmal ein bisschen provokant klingen, aber in der Situation, in der wir heute sind, im 9. Jahr des Aufschwungs, müssen wir uns einfach gefallen lassen und sagen, ja, irgendwie läuft alles. Ich glaube aber, dass genau das nicht mehr funktionieren wird. Ein zufriedener Kunde ist nur so lange zufrieden, bis es nicht eine erheblich bessere Alternative gibt und er dann von einem Tag auf den anderen wechselt. Das sind die Gefahrenmomente, die wir natürlich heute haben. Deswegen appelliere ich, wir reden gerne in Deutschland von einer digitalen Transformation. Aber Amerikaner reden von Disruption, von disruptiven, also zerstörerischen Strategien. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass Unternehmen heute gefordert sind, neue Strategien in einer disruptiven Welt zu entwickeln, die alles in Frage stellt, was sie bisher so erfolgreich gemacht haben. Wir sind genau in diesem Segment tätig, nämlich für unsere Kunden disruptive Strategien zu entwickeln. Zum Beispiel vermarkten wir den ersten Panzer, der Menschenleben rettet. Wir haben ein Unternehmen, das in Kürze das sauberste Wasser der Welt vorstellen wird. Und wir haben ein neues Berufsbild geschaffen in einer Branche, die kaum noch Nachwuchs kriegt, nämlich für Estrichleger, die wir zukünftig als Wärmebodentechniker ausbilden. Das sind 3 Beispiele, wo wir wirklich sagen können, das sind disruptive Geschäftsmodelle, worüber wir reden. Wir wissen, dass von Anfang an Vertrieb und Verkaufen ein zentrales Thema ist. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass das Thema Verkaufen in dieser digitalen Welt sich auch noch einmal dramatisch wandeln wird. Ich glaube, wir stehen am Anfang, wo man das Thema Vertrieb als digitalen Vertrieb völlig neu definieren muss. Und auch dort wird es disruptive Konzepte und Ideen geben, sodass man sich die Frage stellen, dass in 5 bis 10 Jahren Verkaufen nicht mehr das sein wird, was heute der Fall ist. Es ist immer ganz spannend, wer unsere Kunden sind, weil man sagt oft, dass es Konzerne sind, das nicht stimmt. Wir haben mittlerweile den Mittelstand bis zum kleineren Mittelstand. Aber es gibt seit Anbeginn eben halt meines Unternehmens, gibt es immer 2 Zielgruppen, die kommen. Das eine, ich nenne sie heute, das sind die Business Firefighter. Das sind diejenigen, die oft mit dem Rücken an der Wand stehen oder die Sensibilität haben zu erkennen, dass sie Handlungsbedarf haben, weil ihnen Märkte und Kunden wegbrechen. Das andere sind die Rulebreaker, Regelbrecher. Die sagen, na gut, mir geht's noch ganz gut, ich bin eigentlich in einer super Phase, ich habe gerade 20% plus gemacht, aber ich möchte die Regeln brechen, weil ich weiß, wenn ich es nicht mache, wird es jemand anders für mich machen. Also haben wir immer von diesen beiden, wenn Sie so wollen, Extremen, unsere Aufträge, die Business Firefighter auf der einen Seite und die Business Rulebreaker auf der anderen Seite. Wir sind ja seit vielen Jahrzehnten mittlerweile in der Umsetzung für Unternehmen und begleiten die konkret. Und ich sage ganz ehrlich, mich hat immer ein Begriff gestört, nämlich Consulting. Consulting wirkt so ein bisschen wie, jetzt entwickeln wir mal ein schönes Konzept und dann macht ihr mal etwas daraus. Und das haben wir von der ersten Sekunde an nicht getan. Wir haben Unternehmen begleitet, das tun wir heute zwischen 6 und 18 Monaten bei einem Projekt. Aber wir nennen das nicht mehr Consulting, sondern wir nennen es Resulting, weil wir gemeinsam an messbaren Ergebnissen arbeiten.